Der wird mich jetzt abschießen wollen, ja. Schießen. Ich werde mich auf den Heimweg machen. Oh, nein! Ist das ein Baby-Zombie? Ja. Ja. Das Problem ist, ich sitze halt jetzt hier fest. Oh, ich darf doch schlafen. Probier ich? Aua. Kommt irgendwas? Ja, jetzt war ich sehr konzentriert. Tja. Ich brauche Kohle. Der ist zum Glück weg. So. Nehmen wir wieder neu setzen. Au. Bin mir nicht sicher, ob das so gut war jetzt. Ups. Weiter geht's. Aua. Da muss ich jetzt aufpassen, weil dann habe ich dann nur noch zwei vor mir. Zwei Blöcke, bevor es bergab geht. Und das nicht wenig. So, welche Ebene war es da? 1, 2, 3, blub. 1, 2, 3, blub. So, was soll ich noch zu erzählen? Außer doofe Nachbarn Silvester. Ja, es hat nichts gebrannt bei uns. Was ich aber gelesen habe, sind drei Häuser. Ich weiß jetzt nicht, ob das Deutschland oder Österreich war, gänzlich abgebrannt sind. Das heißt, drei Familien sind obdachlos. Stehen vor dem Nichts. Nur damit sich einige amüsieren können. Ob das jetzt wirklich sich ausgezahlt hat, weiß ich nicht. Ein Typ oder Typin, irgendwer hat 17 Jahre in die Luft gesprengt. Das sage ich nur, haha, selber schuld. Wobei eigentlich Pech. Weil der hätte eigentlich sich nur den halben Körper wegreißen lassen sollen. Und überleben, das wäre viel besser gewesen. Also viel schlimmer für die Person. So hat er sie es ja nur den Eltern oder den Angehörigen Leid zugefügt und den Tieren mit den Böllern, die es zünden wollte, sind ja nicht alle so gechillt wie meine. Ich bin sehr schadenfroh, rachsüchtig, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ja, bösartig. Mittlerweile geworden, wenn man ständig ausgenutzt wird, ständig angelogen, betrogen, weswegen ich mich auch von meinem Freund getrennt habe.
Okay, Bedrohung nicht, aber. Also zumindest für meinen Freund jetzt nicht. Ausgenutzt. Wobei das jetzt auch nicht von meinem Freund, aber. Ja, also einige Sachen treffen auf meinen Freund, auf meinen Ex-Freund zu, auf meine andere nicht. Und der Schaufel ist aber schnell hin. Ja. Dann glaube ich, wird man halt einfach so. Ich weiß lang genug nicht. Ich hasse Menschen. Alle. Außer meine Mutter. Auch wenn sie mich teilweise ausnutzt, weil sie kümmert sich schön um mich, weil ich mich dann im Alter um sie kümmere. Also ein Geben und Nehmen. Sie schaut, dass sie mich glücklich macht, dass ich mich dann um sie kümmere. Wobei ich kümmere mich auch so um sie, aber die Frage ist dann halt wie. Zum Beispiel fahrt sie mich überall hin zu spät. Als wir Pet Channel abgeliefert haben beim Bahnhof, mussten wir laufen, weil sie zu spät dran war. Ja, finde ich jetzt nicht so lustig. Aber das werde ich ja dann heimzahlen nochmal. Aber die sagen, die sie gut macht, die mache ich bei ihr auch gut, da bemühe ich mich. Aber das mit dem zu spät kommen, das macht sie schon so lange. Das muss ja irgendjemand heimzahlen, weil sonst geht nicht anders. Alles andere war schwachsinnig. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Genauso mit dem Wettamt. Die werden so viel zu tun haben, dass sie für mich gar keine Zeit mehr haben. So viele Male, wie ich gelesen habe, was? Meine Ratten haben auch kein Heuraufe. Im Internet. Tja. Oder meine Leben auch nur auf. Irgendwie ist es sehr windig. Oder meine Leben auch nur auf Decken. Ich bin mittlerweile davon abgekommen, dass es meine Nachbarn waren, die mich angezeigt haben. Weil sonst wäre ja mein Heidelbeere schon weg, weil die Nachbarn hätten mich ja angezeigt, damit die Hühner draußen wegkommen. Und diesbezüglich ist ja nicht wirklich was, außer dass die Auslaufgröße in völliger Schwachsinn ist. Sie dürfen ausschließlich im Stall gehalten werden, aber wenn man Auslauf hat, dann brauchen sie so und so viel Auslauf. Naja, dann werde ich einfach einen Stall bauen, der genauso groß ist und dann halt im Stall lassen, bis wir übersiedelt sind. Punkt. Mit Fenster offen, damit die Nachbarn auch wieder ihren Spaß haben. Fertig. Die Wachtel musste ich ja jetzt auch einsperren. Und ja, ich bemühe mich, falls sich jemand beschwert, ist aber deine Tiere jetzt nicht artgerecht, ja, dann helfen wir bei der Haussuche, dann haben wir das Problem nicht mehr so lang. Nein, ich bin ein Depp. Eine Schaufel. Oder zwei Schaufeln. Das war nicht der Plan, das sollte es eigentlich nicht landen, aber das braune Pferd da ist schön, ich hoffe, das bleibt länger da. Bin auch schon gespannt, ob ich Schildkröten finde. Ich hoffe, dass ich bald Kohle finde. Ja, was haben wir noch?
wieder, ja, abgesehen von den Böllerunfällen gab es so auch wieder Vergewaltigungen. Irgendjemand ist absichtlich in Menschen gefahren. Da wird aber noch geklärt, welcher Hintergrund dahinter steckt. Ja. Menschen. Bin ich froh, dass ich mich hauptsächlich mit Tieren umgebe. Die machen nicht so das Problem. Ja, ich muss dann unbedingt noch das Video drehen. Für morgen. Wenn nicht, kommt das nächste Woche. Irgendwie wird es schon wieder dunkel. Ich muss da aufhängen. Fackeln. Welche Höhe ist das? Fast ganz oben? Ja, schaut so aus. Blub. Wird nicht reichen, aber was soll's. Ich muss das Wasser zupflastern, damit ich es dann wegschaufeln kann. Die Musik erinnert mich gerade so. Ich schaue ja momentan gerne Serien. Und haben ja Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. reingezogen. Alle Staffeln. Ich wollte sie auf DVD kaufen, aber irgendwie gibt es die nicht. Bis zur zweiten. Wobei, ich habe jetzt die letzte Zeit noch nicht geguckt. Aber ich habe sehr lange darauf gewartet, dass es mehr als nur zwei Staffeln gibt. Und irgendwie kam nichts. Ich werde sie mir trotzdem noch nachträglich auf DVD kaufen, damit die Sammlung vollständig ist. Aber das wird immer kurioser und immer seltsamer. Die letzte Staffel hat mir nicht so gut gefallen. Aber naja, fünfte oder sechste Staffel kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, falls jemand die Serie kennt, gern mit mir unterhalten oder in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so für Serien schaut. Ich schaue mir momentan, nachdem das jetzt vorbei ist, schlecht, Kinderserien an, aus meiner Jugend. Bin ja doch schon 24, auch wenn ich so jung klinge. Momentan Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Ich habe schon American Dragon, Disney's Lilo und Stitch und dann Juna und Stitch habe ich schon. Auch wenn ich kein Disney-Fan bin.